Vierte Regenhand, vierte Ära 201. Die Tunnel, die ich zunächst fand, führten durch zu viel Stein und Erde. Doch ich konnte mich mit einigen der Einheimischen anfreunden. Ja, ja, anfreunden. Du hast sie mit deinen Vampirkräften manipuliert. Und so gelang es uns, dem Ursprung der Blutquelle zu finden. Wir verhalten uns so unauffällig wie möglich, um keine unnötigen Aufmerksamkeiten zu erregen. Im Augenblick greifen sie nur Jäger und Hadalumpen an. Aber wenn wir länger hierbleiben, werde ich eine griffbreite Nahrungsquelle einrichten müssen, damit man nicht auf uns aufmerksam wird. Die Blutquelle entspricht nicht ganz dem, was ich mir erhofft hatte. Ihr entspricht zwar tatsächlich Blut, aber auch große Kraft verleiht. Was auch große Kraft verleiht. Aber es taugt nicht als Nahrung, da die Wirkung nur kurze Zeit anhält. Ist sie verflogen, lässt sie nur einen geschwächten Körper und Geist zurück. Ich musste die Tür zu dem Raum verschließen, um zu verhindern, dass die anderen vollkommen abhängig werden. Wow, 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 ich habe hier gerade so eine voll krasse Vermutung. Skoma alleine macht ja schon süchtig. Aber wenn ich das hier so lese, haben die das Blut in den Skoma hineingemischt? Meine Tests mit Sterblichen war sogar noch frustrierender. Sie kommen nicht in den Genuss der Vorteile, sondern werden lediglich krank. Das könnte das dauerhafte Husten erklären, oben. Und süchtig. Sucht. Vielleicht habe ich gerade die Lösung für unser Nahrungsproblem gefunden. Ja, du lockst die Leute hier so mit Skoma an, um sie von diesem speziellen Skoma noch süchtiger zu machen. Und dann werden sie einfach ausgetrunken, die Leute. Was ich mich jetzt frage... Warum trinkt er dann nicht einfach das Blut aus der Quelle? Das wäre sicherlich einfacher, als eine Skoma-Grotte zu betreiben. Der Boss meint, dass es eine Art entweihte Quelle ist. Ihr Wasser sieht wie Blut aus, ist aber keins. Wenn ihr davon trinkt, werdet ihr stärker. Aber ihr seid doch ziemlich durcheinander. Deshalb verwenden wir sie im Skoma. Ja. Was ich mich frage... Ich weiß, das kann man jetzt nicht im Real Life beziehen, weil es im Real Life keine Vampire gibt. Was ich mich frage, wenn so ein Mensch Skoma zu sich nimmt und deswegen unter der Einfluss der Droge ist und ob jemand Drogen genommen hat, kann man ja auch in seinem Blut feststellen. Wenn jetzt ein Vampir Blut trinkt von einer Person, die Drogen genommen hat, ist dieser Vampir dann auch unter Drogeneinfluss? Ja, geh mit der Frage mal zu Befester. Wir können dir sicherlich eine Antwort darauf geben. Zumindest über ihre Vampire. Wie sie sich das so vorgestellt haben, falls sie sich überhaupt vorgestellt haben. Und wenn nicht, sollen sie sich es so vorstellen, dass diese Frage sich beantworten lässt. Hoppla! Mal dieses Ausweichen. Aber wisst ihr was, ihr Hunde? Ihr könnt mir gerade sowas von egal sein. Ihr seid eh eingeschlossen. Ihr seid eh eingeschlossen. Rotwassergrotten hin. Ist sowieso der gleiche Schlüssel. Chicken, lies das nicht vor. Von was ernähren sich eigentlich die Hunde? Müssen die auch Blut zu sich nehmen? Oder fressen die Leichen oder Menschen oder anderes Zeug? Niedergang.
Ja, ein Untergang für dich. Wieso hängt da so ein Teil? Soll hier irgendwo eine Druckplatte sein? Und Fallen auslösen? Einschicken, aber an der Truhe ist ein... Wie ich die Falle bemerke, weil ich dieses Ding sehe. Wenn ich so zur Truhe gegangen wäre, hätte ich das bestimmt nicht gesehen. Du hast die Falle ausgelöst, schicken, und nicht entschärft. Eigentlich. Oder? Normalerweise muss man doch da ein Schloss knacken. Was hat euch jetzt ausgelöst? Ach, egal. Einfach durchrennen. Scheiß drauf. Ich komme nicht an die Leiche ran. Hoch 11. Wow, wegen dem einen Dietrich. Weiter Weg gibt es da nicht? Nö. Weiter Weg kannst du dir denken, irgendwo anders hinschmieren, ne? Chicken. Ist ausverkauft. Oder wir gehen einfach nach oben. Oben? Nee, nee, das wäre zu einfach. Ah, Wirbelvento, Sprinto. Und? Da! Jetzt eigentlich auch für die Falle unten benutzen können. Ob du dann aus Versehen in die Stacheln gewulten Käst wärst, ist nicht unser Problem. Ja. Das Risiko hättest du eingehen müssen. Nü. Ich wollte das Buch nicht mitnehmen. Geh weg! Immer dieses Mitnehmen von Büchern, obwohl man auf andere Dinge zielt. Schrecklich. Es ist sehr schrecklich. Schrecklich, schrecklich, schrecklich. Hast du auch eine Falle? Nein, hast du nicht. Gut, brave Truhe. Sehr feine Truhe, auch wenn du nur 16 Gold hast. Was soll denn das? Schämst du dich nicht? Ich brauche mehr Sachen. Mehr Sachen, mehr Sachen. Oh, wir schicken wird wieder kleptomanisch. Ja. Kann passieren. Was? Kann passieren. Es sind einige Gegner. Ich brauche jetzt einfach mal, dass die Feinde sind. Und doch wieder zwei Hunde. Hunde, Hunde, Hunde. Hunde, Hunde, Hunde. Boing. Na, wo rennt ihr jetzt hin? Zu mir? Nein, zur Leiche. Genau, fresst eure Herren am besten. Die Leiche eurer Herren. Und streckt mir nicht eure Ärsche entgegen. Also eigentlich, rein von der Logik her, müssten die Hunde meine Anwesenheit bemerken durch ihre feine Nase. Und in dem Moment zu mir gerannt kommen, wo ich den Raum betrete. Ich meine ja nur, ne? So viele Särge. Ja, wo sollen sie sonst schlafen? Kühltruhe?
Vielleicht. Ja. Nein. Hallo. Keiner da. Okay, dann gehe ich wieder. Hier fließt auch dieses rote Wasser. Vielleicht ist es ja auch einfach nur, keine Ahnung, irgendwas Rostiges, was ins Wasser geraten ist. Menschliches Herz. Menschenfleisch. Kannibalismus. Naja, ich bin ja eigentlich eine Elfe. Zählt das unter Kannibalismus, wenn eine Elfe Menschen ist? Ist ja eigentlich nicht dieselbe Rasse. Au! In mein Gesicht. Ist das jetzt ein Ja? Ja. Das ist noch eine weitere Tür. Krankheitsheilung. Ich bin nicht mehr zu heilen. Nee, nee. Kein Stolperdraht. So viele Druckplatten. Ich glaube, die Leute wollen nicht, dass ich hier langlaufe. Keine Ahnung, wie ich darauf komme. Sie wollen, dass ich fernbleibe. Die Frage ist, haben die Nord diese Ruine gebaut? Nein. Haben die Nord, die diese Ruine gebaut haben, diese Fallen aufgestellt? Fragezeichen. Oder waren dies eventuell die Vampire, die hier eingedrungen sind, um hier dieses Skummergeschäft abzuwickeln, um Leute, die unter Skummersucht leiden und süchtig sind, eher nach Skoma, um hier eine Nahrungsquelle für sie zu haben. Merke ich schon. Macht echt viel Schaden. So schnell konnte ich nicht mal aufstehen. Und da meinte Rabbi noch in einer unter den letzten Videos, ey Chicken, die Gegner sind irgendwie voll schwach. Ja, es sind halt die Zauber von diesen verdammten Dingsvampiren, die so stark sind. Ein Herausforderer ist in der Nähe. Diese Volkia-Vampire. Mit mir legt man sich nicht an. Ja. 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 Checken, du brauchst bessere Reflexe, um schnell ins Inventar zu kommen. Ja. Jetzt steht er da unten nicht mehr. Weg mit dir. Ja genau, verzieh dich in die Ecke. Totenbeschwörung, das ist nicht so schön, ne? Könnt ihr nicht machen. Hallo? Ist gemein. Wer ist da? Niemand. Niemand. Was war das? Jetzt treffe ich sie nicht. Na gut, Beschwörer töten, eher Chicken. Ist das alles, was ihr könnt? Anscheinend schon. Oh.
Was ist noch einer?